So, weiter geht es bei Let's Play Rise of the Tomb Raider. Okay, hier ist schon mal Strom im Wasser, das heißt, wir dürfen da nicht rein. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Irgendwas mit dieser Seilwinde machen. Seilfalle können auch als Seilrollen befestigt werden. Auch an Seilrollen befestigt werden. Aber. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ah. Vielleicht kann ich diese Kurbel benutzen. Was soll das jetzt bringen, diese Kurbel? Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert. So. Das soll jetzt heben. Nicht glauben. Ja. Und jetzt? Hab's kapiert. Oh. Scheiße. Nein! Na los! Du bist tot! Tschüssi! Neue Waffe halten, Sturmgewehr, sehr gut. Sehr gut. Hab dich. Echt? Hast du mich? Glaube ich kaum. Jetzt gibt's ein bisschen actionreich hier zur Sache, Leute. So. Es ist vorbei. Ja, für euch ist vorbei, ja, aber für mich nicht. Cool. Sprengladung herstellen ist immer gut. Tschüssi. Sag mal, lebst du immer noch?
Gibt's da gar nicht. Tschüssi. Diese Sprengdinger sind echt richtig geil. Diese selbstgebauten Granaten oder was das sein soll, die finde ich echt genial. Muss ich jetzt mal so sagen. Da steht eine Nachricht, wo wir lesen können, beziehungsweise abhören. Das machen wir mal gleich. Aber wir schauen uns jetzt erstmal kurz um. Hier gibt es nichts mehr, also lesen wir mal die Nachricht. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Dass die alles vorhaben, ja. So. Karte aktualisiert. Forschertaschen enthüllen die Position von versteckten Ressourcen, Höhleneingängen und Truhen. Okay, cool zu wissen. Jake. Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt ihn! Scheiße! Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Müssen wir mal gucken, was wir nehmen. Schnelle Herstellung. Hohlspitzgeschosse. Stellen Sie Pistolenkugeln her, die großen Schaden verursachen, sich für eine tödliche Wirkung beim Aufprall ausweiten. Abrissexperte, Auge fürs Detail. Tödliche Präzision. Lautlose Echos können Sie mich schnell anlegen können. Das könnte man eigentlich tun. Können wir jetzt noch irgendwas bauen? Upgrade von Waffen. Genau, das können wir machen. Verstärkte Wurfarm. Griffumwicklung oder Sehnenlocken. Okay, polierter Lauf. Okay, das haben wir eh schon alles modifiziert. Hier können wir noch unsere Outfits aussuchen. Aber
Sibirischer Waldhüter. Antike Vorhut. Unsterblicher Wächter. Oh, richtig gut aus. Expeditionsjacke. Whiteout-Jacke. Ah, ich glaube, wir lassen das. Okay, dann können wir weitergehen, Leute. Wir haben unsere Fähigkeiten verbessert. Tschüss, du Sackgesicht. Haltet sie in Schacht. Brauchen wir wieder eine Bombe, würde ich sagen. Schade. Kanate raus! In Deckung! Hm. Bin auf Flankenposition. Ich brauche Verschärfung. Das war knapp, Leute. Verdammt. Eure Verstärkung! Ich bin hinter dir! Ich hab hier dran! Magazin ist der Dirigent! Ja, du Sack. So. Oh. Scheiße! Gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Fuck. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Lade nach! Er ist tot! Das war ein Treffer! Nein! Auch irgendwo so eine scheiß Granate. Ja. Verdammt! Ja, wir können auch da rein. Genau. Was ist hier passiert? Ich hab keinen Bock gegen den zu kämpfen. Der hat mir eine zu starke Rüstung und der zieht mir einfach zu viel Energie ab. Jacob? Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Ich glaube, der Typ kommt nicht hinterher, aber wir könnten ihn trotzdem mal probieren zu erledigen. Treibt sie raus! Wo war der Typ? Da ist sowas. Wo war der jetzt?
Irgendwie komisch. Nee. Da ist noch Munition. Na gut, wir müssen ja eh hier lang. Von dem her. Okay. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Okay, gibt's hier da was? Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Ist da jemand oder was? Werden die alle so abgeschlachtet? Ist ja Wahnsinn. Sage mal. Oh, da ist wieder was vergraben. Sehr gut. Der kann kämpfen, ey. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass sie mich da rausgeholt haben. Sehen wir! Da drüben kommt er raus! Achtung! Oh, Scheiße, lauf! Uah. Wir müssen springen. Wir haben sie hinter den Maschinen. Lass sie nicht entkommen. Scheiße. Soll ich bitte hin? Oh Mann. Überleben Sie das eisige Wasser, ja, alles klar. Keine Ahnung, Leute, wie man jetzt da wieder rauskommt. Mann, oh Mann, ich hasse sowas. Das war jetzt die ganze Zeit so geil. Jetzt kommt wieder so ein Scheißdreck, wo man 100-mal spielen muss. Keine Ahnung. Okay, Leute, ich probiere es einfach mal aus. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Rise of the Tomb Raider. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.